Sag die Wahrheit. Die SWR-Rateshow. Und hier ist Ihr Gastgeber. Hallo. Michael Antwerpes. Schönen guten Abend, schön, dass Sie wieder da sind. Und das ist das Rateteam. Der charmante Lügendetektor Kim Fischer. Der clevere Schnellmerker Pierre M. Krause. Die Dame mit dem Röntgenblick Ursula Cantieni. Und der fantastische Vierte, Inspektor Smudo. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Sie merken, ausgelassene Stimmung. Die Rasselbande ist auch schon wieder gut drauf. Schön, ja, dass ihr wieder da seid. Sehr, sehr schön. Und von der heutigen Sendung, buchstäblich, kann ich nur in den höchsten Tönen schwärmen. Warum? Bitte schön. Erste Runde. Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Valer Bana Sabadus und ich bin Countertenor. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Valer Bana Sabadus und ich bin Countertenor. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Valer Bana Sabadus und ich bin Countertenor. Nur einer von den dreien ist wirklich Valer Bana Sabadus. Und für ihn heißt es jetzt, sag die Wahrheit. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Diese Herren bewegen sich in stimmlichen Bereichen, die eigentlich den Frauen vorbehalten sind. Sehr, sehr hohe Singstimmen, also ein Countertenor und zwei Playback-Sänger. Ihr müsst den richtigen identifizieren. Die Umschläge bitte. Ich heiße Valer Bana Sabadus und bin Countertenor. Das heißt, ich kann mit der Kopfstimme sehr hohe Töne singen, ähnlich dem Sopran von Frauen. Während der Barockzeit wurde diese Stimmlage von Kastraten gesungen. Heute erreicht man sie mittels Veranlagung und Technik. Natürlich muss ich mit meiner Stimme und meinem Körper vorsichtig umgehen, denn man singt bei den Stimmbändern nur mit den Rändern. Und dieser kleine schwingende Teil schafft es, ganze Säle zu füllen und zu begeistern. Das ist schon beeindruckend. Und jetzt bin ich gespannt, wen Sie hier zum Singen bringen. Da schreibt Valer Bana Sabadus, der Countertenor. Ich weiß, Kim kann auch sehr schön singen. Ob sie so hoch singen kann, weiß ich nicht. Können wir mal gucken. Erstmal darfst du raten. Wer höher kommt. Kandidat Nummer 1. Wenn Bravo erstmal überhaupt an die beiden Lügner, dass ihr den Namen fehlerfrei ausgesprochen habt. Aber wie hoch kommen sie mit der Stimme? Also, es ist halt eine Trainingssache, ne? Und ja, wie hoch? Danke. Kandidat Nummer 2, wie hoch kommen Sie? Was ist Ihr höchster Ton? Also, höchster Ton ist die zweigestellige von der C. Ah, Kandidat Nummer 3, die Technik, beschreiben Sie die ganz kurz. Also, es ist, also wie gesagt, man singt mit den Stimmrändern. Ja, aber wie erreichen Sie die? Tja. Nummer 2, können Sie denn mit, Sie müssen es nicht vormachen, Sie dürfen es auch gar nicht, können Sie mit dieser Stimme auch sprechen oder geht das nur im Singen? Ja, ja, natürlich kann man ja auch sprechen, kann man das verändern. Es gibt auch, wie Tony Curtis, dieser bekannte... Nummer 1, was hat Sie dazu bewogen, diese Art von Tenorgesang nachzugehen? Also ich war einfach selber begeistert von Andreas Scholls Aufführung und habe es unter der Dusche quasi mal ausprobiert. Meine Mutter, die ja selber auch Sie waren unter der Dusche, da wird es schnell hoch, kurz die Stimme, oder? Ja, ich meine, ja, da sind... Kenne ich sehr gut, ist mir auch schon passiert. Nummer 3, können Sie auch ganz normal singen? Hey, wunderbar. Ursula. Nummer 3, was ist Ihre Lieblingspartie? Ich habe keine Lieblingspartie, weil sonst würde man dann einfach zu oberflächlich das abrichten. Und Nummer 2, dann sagen Sie mal so eine klassische, eine ganz bekannte Partie für einen Countertenor. Also Xerxes von Friederike Campbell. Dankeschön. Nummer 1 mit, was ist Ihr Lieblingsdirigent? Wer? Also auch da bin ich nicht festgesetzt, weil ich meine, die Rolle selber... Das ist die gute Antwort, gell? Man ist immer mit allen gut Freund, hat keine Präferenzen und... Tja, bitte. Ich bin ja überhaupt gar nicht aus der Klassik, Nummer 3. Kann ich mir so vorstellen wie die Bee Gees? Die haben auch wahrscheinlich sehr viel falsettiert. So sehr kann man sich das vorstellen. Ja, ja. Also es ist wahrscheinlich ähnlich.
aber wahrscheinlich doch eine andere Ästhetik. Nummer eins wird man da so in der Umkleidekabine von den Nicht-Countertenören, von den Tenören, also ein bisschen abschätzig behandelt womöglich? Mittlerweile nicht mehr. Also es ist ja wieder. Früher war das so. Früher, ich sag jetzt mal, wurde es ja schon abfällig, wurde man da schon abfällig. Nummer zwei, was darf man auf gar keinen Fall machen, damit die Stimme schön gepflegt bleibt? Rauchen natürlich nicht, ist klar, aber zum Beispiel Pfefferminzbonbons? Ja, das geht, aber möglichst täglich üben, das ist wichtig. Dann kommt man noch höher, natürlich ins Sopranbereich. Nummer drei, wie im Sport, immer schön die Muskulatur flexen. Ja, die Stimmbänder müssen geölt sein, vor allen Dingen, wenn man sehr, sehr hoch kommt. Das sind unsere drei Vorschläge. Sie können sich noch mal kurz besinnen. Ich fasse es noch mal gerade zusammen, was wir gehört haben. Kandidat Nummer eins, der Mann mit der Fliege, der unter der Dusche sehr hoch singen kann und jeden Dirigenten in den höchsten Tönen lobt. Oder Nummer zwei, der Herrn Kowalski nicht kennt, der auch die Countersprache beherrscht und oft Herxes von Händel zum Besten gibt. Oder Xerxes. Und Nummer drei, der Mann, der ganz natürlich am Rande singt, am liebsten eine Partie Golf spielt und wie die Bee Gees falsettiert. Das Falsett, Falsetttechnik, ist euch allen wohl bekannt. Wer ist es, Kim? Also entweder ist der Fall glasklar oder ihr seid so gut wie kaum jemand zuvor. Also Kandidat Nummer eins, ganz ehrlich, ich glaube, Sie sind Friseur und ich würde mich rasend gerne mit Ihrer Sprechstimme in den Schlaf quasseln lassen Frisieren. Und mit Ihnen über den neuesten Klatsch und Tratsch über Sylvie van der Vaart reden. Kandidat Nummer drei, Sie haben sich totgelacht über alles, was die anderen gesagt haben und wollten fast noch mit reinquatschen. Kann aber auch wieder ein Trick sein. Also ich gehe aber trotzdem mal davon aus, dass Sie Nummer drei, dass Sie sind. Pierre. Ich bin bei dir, Kim. Bei der Nummer 1 glaube ich auch, das ist eine Irreführung, weil sie schon an sich so ein bisschen eine höhere Stimme haben. Ich glaube, höher wird die Stimme nur noch, wenn sie mal Skinny Jeans tragen. Ansonsten glaube ich, ist eine Irreführung. Skinny Jeans, magst du kurz erklären? Skinny Jeans sind sehr, sehr enge Hosen, gerade im Schrittbereich sehr, sehr eng. Hauteng. So genau wollten wir es jetzt nicht. Da geht man, sobald man den Reißverschluss zumacht, wird die Stimme aber immer ganz hoch automatisch. Die Aufnahme ganz hoch. Egal. Nummer 3 ist ganz klar der souveränste von allen. Er ist der Countertenor. Ja, also ich schwinge leider Gottes in den Tenor mit ein, ja. In den Countertenor mit ein. Die Nummer 3, die hat einen glasklaren Stimmeinsatz. Na, da springt die Stimme sofort an. Klar in Beherrschung der Ränder, auch im tiefen Bereich. Deswegen ist es die Nummer 3. So. Das war jetzt die wissenschaftliche Erklärung. Ja, ich musste wieder mal überzeugen. Ich bin immer gespannt, was der Herr Schmidt sagt. Ja, ich habe auch lange auf die 3 getippt, aber ich fand die Frage, die Antworten alle so, ja, kein Lieblingsstück, kein nichts. Also entweder ist das die übliche, er ist es und behält sich bedeckt Tour, weil ich finde auch, dass von der Stimme her würde ich sofort sagen, das sind Sie. Aber ich glaube, es ist Nummer 2, weil Sie eigentlich der Einzige waren, der fachlich geantwortet hat. Vielleicht sind Sie ein Mann vom Fach und nicht der Falsettsänger, aber ich glaube, ich tippe auf Sie. Sehr schön. Dafür liebe ich dich, dass du oft auch gegen den Strom schwimmst. Ja? Sehr schön. Trotzdem gibt es einen Favoriten. Es gibt einen und er sitzt auf der 3. Jetzt können Sie es mit Ihrem Urteil abgleichen. Hier kommt unser Countertenor. Ja, die ersten 3 Punkte sind vergeben. Sehr schön. Kandidat Nummer 1, wer sind Sie? Ja, mein Name ist Gianieri Coclo. Ich habe ein Reiseunternehmen und mache es hobbymäßig mit also Stimmtraining und Übung. Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Und Nummer 2 ist in der Tat vom Fach. Wer sind Sie? Endlich darf ich meinen Namen richtig aussprechen. Ich heiße Gesalo So. Ich singe nicht. Höchstens in der Badezimmer ab und zu. Ich habe zwar absolutes Gehör, aber ich spiele Klavier, ich bin Konzertpianist. Oh, wie schön! Ja, Vala Barnasabados ist wirklich Countertenor und er wird uns jetzt mal erstmal eine Kostprobe geben, damit wir hören, wie die Stimme klingt, bevor wir dann später in einem Beitrag noch mal mit Orchester hören. Aber vielleicht können Sie Ihre Stimme mal kurz erklingen lassen, dass wir eine Vorstellung bekommen davon. Also, das ist meine normale Sprechstimme und wenn ich singe, dann hört sich's ungefähr so an. Fabio
momenti. Fa più rapidi momenti. Das ist Countertenor, ja? Countertenor, ist das so ein bisschen eine Modestimmlage oder ist das eher noch sehr, sehr selten? Es kommt immer öfters auf, dass sich Sänger auch als Countertenor ausbilden lassen. Es ist eine Mischung aus Veranlagung und Technik. Mhm. Und so war es auch bei mir der Fall, wo meine beiden Eltern auch Musiker waren. Dass ich überhaupt dieses Talent an mir entdeckt habe, das kam erst nach dem Stimmbruch, weil man das ja sonst anders auch nicht erkennen kann. Und das mit den Rändern der Stimmbänder, haben Sie oft Probleme mit der Stimme? Müssen Sie die sehr, sehr pflegen? Ja, man muss jede Stimmlage pflegen, egal ob man Moderator ist oder Schauspieler oder auch Sänger. Man muss natürlich aufpassen, wie man damit umgeht. Natürlich auch schauen, dass immer eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden ist. Aber ja, das da sorgen wir für. Sonst I go airport. Ja, genau. So, also und jetzt wollen wir ihn nochmal dann in Vollendung hören mit Orchester. Und zwar aus Mozarts letzter Oper La Clemenza di Tito singt er die Arie des Sesto. Viel Vergnügen. Vielen Dank. Tolle Stimme, toller Mann. Es gibt noch vier schöne in der letzten Runde. Das ist ja auch das, was sagt, die Wahrheit ausmacht. Dieses Gefälle zwischen der Hochkultur einerseits und dem ganz profanen Straßenverkehr, dem gelben Engel, das mag ich an dieser Sendung. Das Motto in dieser letzten Runde heißt andersrum. Vier Geschichten, vier Varianten, andersrum. Wir beginnen mit Smudo und der Nummer 4. Le Coiffeur. Nummer 4, bitteschön. Ja, also ich habe ein Reisebüro und ich verkaufe da nicht nur Reisen, sondern ich kaufe auch von Kunden die Tipps ein. Und die bekommen ein Honorar, wenn sie mir einen super Tipp geben, wie zum Beispiel vor kurzem jemand gesagt hat, da ist eine wunderbare Insel in der Ägäis, wo man in Ruhe wirklich sich sonnen kann, ohne Stress, ohne dergleichen und weit ab vom Tourismus. Mhm. Okay, haben Sie mich gerade auf die Idee gebracht. Da kommen natürlich die ganze Zeit Scharlatane. Das kann ich ja gar nicht überprüfen. So ein Humbug! Oh, jetzt aber. Nein, und wir gehen auch andersrum, nämlich hintenrum. Kim und die Eins. Ja, spielen Sie mit den Füßen an Ihrem Klavier oder was ist bei Ihnen andersrum? Ja, ich habe die Klaviere für Linkshänder erfunden, dazu passende Notation konstruiert. Und ich habe einen ersten Musikverlag für Linkshänder gegründet. Also die Linkshänder können mit dieser spiegelverkehrten Tastatur endlich mal die Melodie mit der richtigen Hand, weil die Melodieführung ist das wichtigste Element des Klavierspiels, links spielen. Und dadurch haben die ganz andere Feelings. Und dann sind die hohen Töne unten? Hohe Töne sind links und die Tiefe-Töne, die sind rechts. Und die haben dieselbe Chancen wie die Rechtshänder. Danke, danke. Ach. Super Geschichte. Das finde ich eine Spitzengeschichte. Ganz ehrlich, das klingt so bekloppt. Aber wenn die, also das doch, die will ich jetzt einfach mal hören. Pierre, bitte. Bitte schön, ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, nämlich die Jugendarbeit und das Motorradfahren. Und ich habe ein Jugendprojekt ins Leben gerufen, in dem wir Motorräder umbauen. Wir bauen die allerdings nicht auf den Rechtshänderbetrieb um, sondern auf komplett links. Das heißt, rechts ist nicht das Gas, sondern links ist das Gas. Rechts ist die Kupplung und bei den Füßen ist es genauso andersrum. Angefangen haben wir das mit alten Motorrädern und haben die dann verkauft an Linkshänder. Und die haben das super angenommen. Und im Moment sind wir dabei, das ganz groß aufzuziehen in einer Motorradwerkstatt, die das macht. Danke. Jetzt was ist bescheuert? Ein Linkshänder Klavier oder ein Linkshänder Motorrad? Ja, es ist die 3, ist doch klar. Ja. Es ist die 3. Das ist, glaube ich, das nimmt Ihnen der TÜV nie ab. So, wir sind hier in Deutschland, da würde der TÜV sagen... Das ist gefährlich. Ja, und ist gefährlich, dann bist du es andersrum gewohnt und... nee. Man kann es auch schwer wieder verkaufen an Rechtshänder, ne? Das wird, ja, der Wiederverkaufswert, natürlich. Wiederverkaufswert. Also das Klavier, das Motorrad geht super. Ursula. Und Nummer 3, bei Ihnen wird jetzt links gerudert, oder wie? Nein, ich singe im Kopfstand.
Ich bin Mitglied der Ladies Group Upside Down Ladies. Wir sind 5 Damen, singen 3- bis 4-stimmigen Gesang und das Ganze auf dem Kopf. Ach, wir haben das aus das. Einer Bierlaune heraus mal probiert, ob man auf dem Kopf stehend singen kann. Natürlich. Und wir haben auf YouTube ein Video eingestellt, wo wir einen Spaßsong machen. Ich glaube, ich wäre ein Huhn. Das hat weit über 1 Million Klicks mittlerweile. Jetzt sind wir dabei, eine Tournee auszuarbeiten mit kurzen Gigs. Dankeschön. Ich glaube, ich glaub, wir landen gleich im Reisebüro. Im Reisebüro? Ja. Also ich gebe dem Kopfstand auch eine Chance, weil ich liebe den Kopfstand. Kannst du einen? Ja. Machst du einen danach? Deine Frisur legt das nach. Na, der mit dem Frisur ist schlecht, ja. So, die Würfel sind gefallen. Jetzt kommt die Geschichte, die stimmt, bei Andersrum. Ja, es wird wohl auch tatsächlich. Kopfstand, würde ich auch sagen, oder? Nee, Reisebüro. Reisebüro? Ja, Reisebüro ist auch eine gute Geschichte. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Frau Fischer. Jetzt wird das Instrument reingerollt. Manchmal spricht die Ratio dagegen, aber das Gefühl, das Kim natürlich in Fülle und Fülle hat, spricht dafür. Gesa Loso hat wirklich ein Linkshänder-Klavier entwickelt. Es ist auch gebaut, das gibt es auch schon. Es gibt ja auch Linkshänder-Gitarren, Linkshänder-Geigen, das ist bekannt. Linkshänder-Klaviere gibt es jetzt. Das ist aber dann im Prinzip in die Zukunft gedacht. Denn einer, der richtig, Anführungszeichen, Klavier gespielt hat, wird jetzt nicht mehr umlernen. Kann man. Ich habe das auch umgelernt. Ich kann ja rechts und links. Ist schwieriger. Also ich arbeite für die Kleinkinder, die genau dieselbe Chancen haben in der Schule. Können die links schreiben, Gott sei Dank. Und auch links Klavier spielen. Wunderbar. Wir schauen uns das nochmal an, weil das ist auch ganz interessant. 2 Flügel nebeneinander. Der eine normal, der andere der Linkshänderflügel. Und Gesa Loso spielt spiegelbildlich. Sozusagen. Super. Und das muss man erst mal können. Nicht? Und er hat halt mit dieser linken Hand mehr Gefühl, was die Melodie angeht. Übrigens, Mozart gilt auch als ungelernter Linkshänder, hat auch oft über Kreuz komponiert, ist umgeschult worden, wie so viele in der Schule beim Schreiben. Und Gesa Loso hat das Ganze aufs Klavier übertragen. Unser Kandidat, der sagt die Wahrheit. Das sind Geschichten. Meine Damen und Herren, und mehr davon kriegen Sie nächsten Montag. Vielen Dank an alle Kandidaten. Danke an euch, ihr seid leider zu gut. Nächsten Montag gibt's Revanche, okay? Also, bis dahin und viel Spaß.